Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 Community Server und heute erzählt uns der Thomas, wer denn alles mitspielt. Ja, heute ist dabei der Sebastian, der Michael, der Pascal, der Marius, Alex, Christoph, Dominik, John Derry, 6830, Julian, Marco H., Philipp und ich und leider Guten. Nö, leider? Moin. Ja, ich kann es ja verstehen. Das ist so ein richtig Aufnahmegeiler. Ja. Und Guten ist also gar nicht dabei, das ist heute der Darf. Wenn man die sieht, erstmal Respekt, Challenge coming. Marco, raus! Aber was ganz Geiles, fällt mir gerade erst auf. Der 77 hat ja animierte Arme, ne? Ja. Guck mal nach unten im Ding. Guck mal ganz nach unten, da siehst du die Zunge und das ganze Fresswerk. Er hat sogar Beifahrerskript. Ich finde es voll komisch, dass ich auf bestimmten Feldern noch nie was gemacht habe, obwohl ich schon so lange, also schon so oft diese Map hier, schon so viel Zeit drauf verbracht habe. Wenn ich zum Beispiel an Feld 10 denke, war ich noch nie. Scheiße. David? Ja? Könnte ich noch schon, weil ich mich jetzt vorhin rausgehauen. Was hast du für eine Leitung? Auf jeden Fall keine starke Bahn, halt nicht so langsam. Wie lange brauchst du meistens so zum Join? 10 Minuten. 30 Sekunden. Ja, 30 Sekunden geht noch. Oder? Wollt ihr, dass er joint oder nicht? Kleine Abstimmung? Ist egal. Mir ist wurscht. Ja, mir ist auch egal. Ja. Also ich finde ja, dass Achtung, ich komme. Ja, normalerweise, mittlerweile ist das ja echt kein Problem mehr, wenn man da an den 13er denkt, wo es passieren konnte, dass jemand joint und man wirklich 10 Minuten lang von der Folge nur in dem Bildschirm hängt. Kannst du einen Cut setzen? Nö, ich glaube, so. Können wir unsere nette Unterhaltung fortführen. Der Michi ist gerade auf den Teamspeak gekommen. Machst du gerade Leo mit deiner Lache Konkurrenz? Oh, der Michi, der wollte heute eigentlich nicht mehr kommen, weil der Angst hatte vor dem Leo, aber... Jetzt soll der Angst haben vor dem Leo. Weiß ich nicht. Ja. Klar. Leonardo DiCaprio. Also auf jeden Fall, das sind keine 30 Sekunden, das dauert schon länger als das. Doch, das waren 35 Sekunden, ziemlich genau, wenn ich mich nicht täusche. Wen möchtest du Machen? Also einmal hin und soll ich noch ein bisschen Mischfutter machen oder. Hallo. Mischfutter? Auf jeden Fall. Weiß nicht, wie es bei euch da gerade aussieht. Müsst ihr selber mal schauen. Relativ gut eigentlich. Hat aber ein bisschen gedauert. Auf jeden Fall nochmal was kaufen. Also ich würde gern grüßen meine Oma und meine Selbsthilfegruppe. Nein, Spaß. Was ist das denn für eine Gruppe? Eine anonyme wahrscheinlich, oder? Ja. Alex Stroh. Anonyme Kaffeetrinker, oder? Nee. Michael, wir sind gleich schon wieder fertig. Cool. Hey, ich bin ja erst freigelassen. Ich bin aktiv. Ich hab gar nichts freigelassen. Halt's Maul, da jetzt. Ich hätte was freigelassen. Ja, das ist für dich extra. Ich komm gleich. Oh, das ist aber nett von dir. Halt's Maul jetzt. Alex, wo fährst du hin? Der Johnny braucht Stroh. Ja, irgendwie brauchen alle Stroh, ist voll komisch. Ich habe jetzt noch mal kurz einen zweiten Güllezubringer gekauft, weil mit einem ist das echt unschaffbar. Ja, das ist geil, dankeschön. Ich fahre jetzt kurz zum Händler und hänge den Lamborghini an, dann muss ich kurz essen gehen. Gras und ja. Gras, Silage, Heu, alles rein. Spielt Hammer's von jedem eine Schaufel. Wir haben circa 10 aber nach 7. Aber warte noch damit reinkippen. Erst. Noch warten, Alex. Was ich gerade mal erzählen kann, fällt mir ein. Ich war gestern beim Arzt, ich hatte so eine Untersuchung, weil ich mich ja bei ein paar Stellen beworben hatte. Und da musste ich einen Sehtest machen. Und dann wollte mir die Arzthelferin tatsächlich verklickern, dass ich farbenblind bin. Das war mir natürlich neu, aber woran merkt man eigentlich selber, wenn man farbenblind ist? Kurze Rede an die Arzthelferin. Ja, genau. Halt die Schnauze. Eignungstest war schon sowas. David. Könnte einer bitte Gülle zufahren, Feld 10? Ja, David, hast du etwa lila und rot nicht auseinandergekannt? Hier rot und grün, genau.
Und dann war das ganz witzig, dann war ich halt später beim Arzt, der dann das Testergebnis von seiner Arzthelferin ausgewertet hat und der so, wie, du bist farbenblind? Ich so, ja, ist mir auch neu. Und dann hat er irgendwie so ein paar Buntstifte da rumliegen, also ja, was ist denn das hier für eine Farbe? Eben die Farben gesagt und der so, pff, was hat die denn schon wieder? Ist so alles in Ordnung? Michael, noch eine Bahn, dann ist das Feld schon wieder fertig. Aber das ist irgendwie, weißt du, ich habe mir ehrlich gesagt wirklich Gedanken gemacht, weil woran merkst du selber, ob du farbenblind bist? Wenn du schon immer farbenblind bist, dann lernst du ja quasi, dass die Farbe, die du siehst, dir, was weiß ich, wenn ein normaler Mensch den Baum jetzt grün sieht und man selber sieht den dann grau oder so, aber man hält dann das Grau, weil alle sagen, der Baum ist grün, für grün. Also man nennt ja quasi die Farben dann für sich selber anders. Das ist eigentlich total interessant. Irgendwie schon. Ich schätze, man sieht also, man merkt das irgendwann, wenn man über eine rote Ampel fährt und dann einer von rechts kommt. Naja, du lernst dann ja wiederum, dass, also wenn du, du hörst dann ja, okay, das ist rot, aber du bist ja dran gewöhnt, dass alle diese Farbe, die für dich quasi eigentlich so aussieht, wie Alex? Für die anderen grün-rot ja, heißt. Also eigentlich ist doch alles nur vertauscht quasi. Man muss Hautfarben. Ja. Und du weißt schon bei einer Ampel, dass rot oben ist. Ja. Bitte versuch mal nicht so weit nach vorne zu fahren, weil du ich dachte, immer rotes fahren. Daneben kippst. Das wird mein Mischverhältnis nicht mehr. Sag ich doch, wenn man merkt, dass einer von rechts kommt. Im Auto natürlich. Ich würde mal sagen, du fällst 17, ne? Julian, du musst einfach gucken, dass er von jedem eine Schaufel reinlässt. Ja, ich weiß, braucht. Aber von Silage hat er jetzt... Wo ist Feld 17? Ah, da, ja, okay. 18, oh, ne, jetzt passen so GPS-Routen nicht mehr. Weil du im breiten Schneideberg hast. Alter, ihr müsst einfach von jedem eine Schaufel, dann ist ich mich gut an, anders, da geht's nicht. Warte mal, du hast jetzt einmal zweimal Heu reingeworfen. Ich fahr ein bisschen schneller als du, guten. Ja, wäre besser gewesen, hätte jeder an einer Seite, weil so können wir nicht zusammen fahren, wir haben unterschiedliche Breiten. Achso. Alex, lad mal bitte mein Lader da, mein. Muss jetzt erstmal hier begraben. Mein Strautmann hier wohnt, ich mach Bilder bei Julian, dann kann ich da hinten. Warte, Michael, aus. Mach mal GPS-Kurs, ich mach Vorgewende, okay? Julian, ich also du hast GPS-Kurs. Nee, ich mach Vorgewende. Ah, was? Wer wollte was von mir? Warte, ich guck kurz rein. Ah, da ist noch leer, okay. Julian, lädst du den auf? Ja. Okay, dann fahr ich immer den Schraub, dann fahr ich die Anhänger weg, wenn sie voll sind. Ja, warte, ich kann euch auch helfen, dass wir Scheiße. Den mal voll machen. Ja, Julian, du musst mich für den Mann, wenn wir vorspulen. Aber Alex, kannst du jetzt einmal Dominik, die Schaufel... du musst mich nicht unbedingt abtanken, ich bin eh leer. ...Ding reinlernen, würde mich wagen. Dann kann Julian einfach in die anderen Sachen. Also ein 77 ist schon geil. Wobei, warte mal, das ist doch gar kein 77. Das ist ein 87. Umgeskinnt. Ja, aber also, der Alex, weil der 87 hat ja oben den Ventilator drauf. Ey, mach mal jetzt hier auch Ventilator. Ja, genau, der zieht ja die Luft da. Beziehungsweise, der vorhin hatte, dass der Staub in die Lüftung kommt, oder wie war das? Das ist Motorluft. Ja, du machst ja auch wieder Gerste, ne? Ja. Ja, aber der hat doch in deinem System, ich meine, das war. Der hat den Lüfter nämlich da oben sitzen, damit der. Ich glaube, die Luft nach. Dass nicht an der Seite rausgeblasen wird, dass es nicht an den Motor geht. Ja genau, damit der Staub halt nicht zum Motor kommt, dass der Staub quasi rausgepustet wird, weg von der Maschine. Nach oben. Pfeiltaste nach oben. Geil. Steuerung, Pfeiltaste nach oben. Da, guten? Ja. Könntest du mal den Zuschauern vielleicht zeigen, wie, was mir am Kuhhof oben zu machen? Ja, können wir gleich mal machen. Ich denke mal, wir machen noch eine zweite Folge, dann können wir das. Wir haben jetzt schon 400 Kühe. Auch nur 400? Oh, okay. Am Kuhhof. Währenddessen beim Kuhhof voll Chaos. Beim Kuhhof ist immer Action, Alter. Mit meinem 68-10 nimmt schon die erste natürlich immer Action. Michael, bleib mal stehen. Egal wie viele Leute auf dem Server sind, beim Kurf ist immer einer. Jetzt? Ey, mach mal hier mal. Wo ist das Vorgewende, Sebastian? Ich glaube, ich habe heute schon vier oder drei, vier Stunden lang die ganze Zeit nur Mischpuder zusammen gemixt. Ja, hier. Ja, der Axon ist wirklich mal, cool, weil der Axon generell cool ist. Mein 18-Wheel-Life ist auch richtig cool. Der Serion ist auch cool. Ja, Fan. Also ganz räumig, ne? Ich bin doch schon am Vorgewende dran, Kollege. Oh, bleib doch weg! Jetzt haben die Kühe nur eine Produktivität von 97%. Das kann so nicht weitergehen. Doch voll in Ordnung. Wir haben keine Mischration, ganz manch. Gestern hatten wir 115%. Ja, diesen scheiß Baum. Wegen Wasser und so, oder was? Ja.
Julian, was machst du denn? Na dann, was fehlt denn? Mach so. Fischration. Ja, dann knallt da rein. Ja, die ja wir sind gerade dabei. 400 Kühe brauchen halt für 400 Kühe Futter, ne? Ja. Gib den für 300, gib den mal für 600 Kühe Tiere. okay. Du lebst noch, oder? Ja, ja, der Traktor ist ja stark und kommt da wieder raus. Einmal Bahn. 31. Sagst du gutes Töff-Töff? Ja, ja, ist ein Glas Xerion mit Zwillingsbereifung. Und damit fährst du ab, oder was? Nee, ja. Meistern mit Amazon schon. Kondor. So ein paar Leute gibt es ja, die haben das noch nicht so ganz verstanden, was man wofür nimmt. Also mit Xerion abfahren ist schon hart grenzwertig. Aber noch ja, cooler war doch früher immer Florian, der mit Merlo und dahinter einen 50 Kubik Krampe gefahren ist. Weil der Merlo hatte ja 200 PS oder was, das ging doch klar. Ja, kein Problem. Joel, was machst du? Michael, kann man ja mal machen. Grad, ich fahr den weg. Und ich bin nicht weggefahren. Jetzt hast du ein großes Vorgewende. Oh yeah. Alex, du lädst einfach mein Ding voll und ich fahr dann, mach Julian voll, okay? Ja, ich mach jetzt erstmal die Kühe. Es sind ja auch nur noch 8 Wochen, bis das LS-Lenkrad rauskommt, ne? Es kommt doch jetzt, glaube ich, wurde doch jetzt, glaube ich, für den 29.10. bestätigt, oder? Genau, ich weiß es nicht. 3, 2, 1, Ding. Also Julian, du holst es dir. Ja, ich hab's mir schon vorbestellt. Ich hol mir wahrscheinlich nur die Seitenkonsole, wenn's der also extra ist. Also ich werde sagen, ja, aber in Kuhns Video sah das Ding aus wie Plastik. Ja, das war ja, ist ja auch Plastik. Also ich hol's mir nicht, ich bin mit meinem G27 zufrieden. Die Seitenkonsole ist halt das Argument dafür. Ja, im Endeffekt, weil die ist geil. Michael, ja, die ist zwar geil, aber... Frei, gell? Ist halt ein teurer Spaß. Also muss ich jetzt, Alex, ich mach das. Direkt in die, ja. Weißt du, was dann jetzt gut ist? Ich hab zwei Seitenkonsolen und zwei Hebel. Weil ich lass mir's umbauen von meinem Cousin, der kennt sich da aus. Du hast ja auch einen Xbox 360 SCUF umgebaut. Richtig, ich hab da unten, wo man es normalerweise festhält, habe ich zwei Hebel. Vollkommen okay. Umgebaut. Ja, das ist ein ganz normaler SCUF. Pass auf, Michael, da kommt wieder die Sailmaschine. Ein SCUF hat auch quasi zwei Der SCUF hat hinten Pendel. Ich hab unten Knöpfe. Das ist die Brofist. Also ich wollte jetzt lachen, wenn wir zwei unterschiedliche Sachen erzählen. Ne? Well, was einmal machst die Deutschlandflagge reinsehen. Ich hatte gerade Lag. Noch 2 Wochen warten. Hat der Joel ganz langsam. Ich lasse wieder eine Spur. Aber ich hab ja LS-Lenkrad auch schon vorbestellt und ich werde mir wahrscheinlich. Hey, also Julia, ich werde dann auf jeden Fall ein Video nochmal dazu machen, wie jetzt das Finale aussieht. Unboxing. Weil auf der Gamescom war ja nur Prototyp. Und. Du machst du auch nur Julian! Ey, stell dir nee, das hab ich zumindest aktuell nicht so vor, mal schauen. Oh man. Weißt du denn, wann die Frage kommt? Unboxing, oder? Keine Ahnung. Wenn ich ihn sehe, kann ich ihn mal fragen. Okay. Aber wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Wochen. Er hat auf jeden Fall schon gesagt, dass er das auf jeden Fall machen wollte. Oder? Was? Ist der schon fertig? ETS spiele ich auch manchmal, ja. In 2 Wochen, glaube ich. Ja, in 2 Wochen. Wärst du in einer. Deiner Firma sozusagen? Achtung, Michael. Nein. Möchtest du vielleicht in eine? Ich spiele nicht so viel, dass sich das lohnen würde. Ja, ist egal. Du bekommst einfach deinen Lohn, auch wenn du nichts machst, ist egal. Also wie in echt oder was? Ja. Wie viele Kilometer hast du ungefähr unten auf deinem LKW? Marco, ich? Auf meinem, den ich am meisten selber gefahren bin, 25.000. Nur? Ja, ich bin eigentlich jemand, der die dauernd wechselt, in Zahlung gibt und so weiter, weißt du? Ich hab die also noch nie so, sonst hätte ich wahrscheinlich auch schon welche mit 100.000. Ich hab nur 200.000 Kilometer auf meinem MAN. Ja, ich hab einen Volvo mit 280.000. In dem MAN hast du dazu lange ausgehalten? Ja. Nee, ich fahr nur einmal in den Wenn Actros oder Scania. Volvo ist auch ganz in Ordnung. DAF ist eigentlich auch ziemlich geil, aber der hat halt einen relativ kleinen Motor. Michael, du nimmst den letzten Kackstreifen, okay? Ich hab halt einen Volvo, einen alten FH16 Classic mit 280.000 und MAN mit 200.000. Ja, das geht ja die vorwärts. Also ich hab ja heute Skandinavien angekauft und gut, vielleicht können wir da mal ein Video machen oder so.
Ja, ich fahre ja die ganze Zeit mit kleinen Navi in Eternal und so rum. Ich guck mal schnell nach meinem Mittagessen. Das ist von Hamburg nach Bergen oder was weiß ich. Ich will auch essen. Oh, ich muss auch mal gleich Baguettes reinschieben. Hat Sebastian gerade Mittagessen gesagt? Leute, ich komm gleich wieder. Geh mal schnell aufs Klo. Jo, das ist von welchen Akten gehen wir jetzt im Köln? Hat Sebastian gerade Mittagessen gesagt? Ja, das ist das, was mit E anfängt und mit Essen aufhört. So, und da der eine oder andere ja sowieso schon verschwunden ist und der Part für heute eigentlich auch schon verschwunden ist, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.